Moin moin, liebe Leute, zu einer neuen Folge Silent Hill. Ich habe noch gar keine Hügel gesehen, merke ich gerade. Ja, oder sie sind sehr leise und schüchtern und bleiben im Hintergrund, deswegen heißt das so. Das ist exakt der Grund. Silent Wallpaper, Hintergrund, der Gag ging voll ins Klöchen. Wir haben ein bisschen an der Grafik geschraubt, es ist jetzt nicht mehr so pickelig, pixelig. Wir haben ein bisschen programmiert, genau. Unser eigenes Silent Hill quasi gebaut. So ist es. Also pixelig ist es natürlich immer noch, wir reden hier von der PS1, aber dieses blöde Raster-Pixel ist nicht mehr da, das ist irgendwie ein Fehler gewesen. Aber Grafikfehler gibt es immer noch. Mein Gott, was soll's. Wir sind zum ersten Mal jetzt in den Silent Hill-Modus der Schule gekommen. Ne? Wir haben, glaube ich, sonst in der Schule noch nichts großartig gemacht. Hallo. Ja, wir sind schon so ein bisschen panisch rumgerannt. Sind wir schon rumgerannt? Ah ja, stimmt, da war ja ein Raum mit so Käfern. Wo sind wir denn gerade? Unter rechts. Da waren wir schon überall. Das heißt, die linke Seite vom Gebäude waren wir noch nicht und Reception waren wir noch nicht. Okay. Oh, 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 oh. Erstmal wieder die Steuerung laden. Das ist ja doch schon... Oh, scheiße. Ein Wöchlein her, würde ich sagen. Mhm. Oh, nö. Pornös. Was? Das auch. Da dachte. Guter Humor, der Baby. Ah, hier, die Casting-Couch, wenn wir schon gerade dabei sind. Was liegt denn hier? Lecker. Nicht so gut. Ja, naja, oder sehr gut. Das kommt darauf an, was man da so dreht. Na gut, ich hoffe, der Satz, den du gerade gesagt hast, kam... Ja, der kam drin vor, auf jeden Fall. Okay. Was ist das, eine Tür? Nee, was ist das, eine Tür? Wenn es eine ist, dann gibt es jedenfalls kein Schlüsselloch und keinen Türknopf. Wenn ich drücke, bewegt sie sich ein bisschen, geht aber überhaupt nicht auf. Was ist das? Eine Tür! In der Mitte der Tür ist ein hölzerner Schlitz. Nee, ein horizontaler Schlitz. Wozu dient der? Tja, vor allem Schlitz. Ja. Mhm. Horizontaler Schlitz. Wie gesagt, in dem Raum der Casting-Couch ist das ja nicht die dümmste Idee. Was select? Eine Taste. Es war eine Taste. Das ist eine Karte mit Bild. Rechteckige Karte mit einem Bild. Eines Schlüssels. Na. Karte mit Bild in den Schlitz schieben. Wo ist denn der Schlitz? Weiß es also, nicht. Jetzt. Das ist auch so eine Frage. Die Frage kam auch bei der Casting-Couch. Aber, keine Antwort, lustigerweise. Wir sind jetzt sehr umständlich hier hingekommen. Wahrscheinlich ist die Tür oben zu. Ich hoffe doch. Sollen wir? Bisher waren die Frauenklos, die Klos im Allgemeinen nicht so besonders erquickend. Was ist denn los? Ah, hallo. Das ist der Hausmeister, macht einen echt schlechten Job hier. Ja, oder einen sehr guten. Das ist ja immer die Frage. Ne? Wie soll es denn aussehen? Besser. Ach so, ja gut, dann. Ja. Ich meine, du bist Profi, du bist vierstellig. Ich bin vierstellig. Vom Gewicht jetzt? Du hast doch viele Abonnenten. Ich würde jetzt eher aufs Alter anspielen, aber das Gewicht können wir auch gerne thematisieren, wenn du magst. Oh, wow, was ist denn hier los? Hier ist ein Soldat explodiert. Oh, Schrotflintmunition, das deutet auf eine Waffe hin. Wahrscheinlich ein Messer. Oder haben wir die Schrotflinte schon? Nee, ne? Ich meine nicht. Aber was bringt das denn, wenn es ja das Messer gibt dafür? Ja, das ist natürlich schwierig. Damit kann man die Patronen aufschneiden. Hä? Entschuldigen Sie? Oh, 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 Leute. Wo kamen wir hier gerade eben her? Das war Westen. Also hier ist es Damenklo, hier ist es Herrenklo. Ja. Da muss doch hier eine Tür sein. Das ist korrekt. Ja, aber wo ist die? Weil hier kommen wir ja nicht raus. Frag den Typ noch mal, das sieht aus, als kann das nicht aus. Hab ich gerade, aber er gibt mir keine Antwort. Die Sau. So ein hochgestochener. tja, dann muss ja irgendwo hier auf dem Toilettchen weitergehen, ne? Muss es das? Ich hoffe, sonst müssen wir wieder laden. Oh, ist das hier eine Leiter? Nee. Waschbecken sind mir alle zu sauber. Nichts für mich hier. Ah, hä? Okay. Hier stand doch... Hä? Spiel mir hier eigentlich ein Horrorspiel? Weil das ist gerade voll gruselig. What the fuck? Okay, das...
Deswegen ist die Ladezeit bei dem Raum so lang. Ah. Okay, ist das jetzt noch die... Naja, scheiße, falsche Taste. Ist das jetzt die Toilette? Oder bin ich schon dran vorbei? Ja, ich bin... Nee, ich war noch gar nicht drin? Hä? Was so eine Aussage aus, der, aus dem Raum davor. Ja, mein Gott, was, man kann nicht aus seiner Haut. Das ist halt... Sieht aus wie der Darmtoilette hier. Ah, okay, die Damen kriegen also zwei Waschbecken. Mhm. Scheiße, das tat mir mal gut. Ein hängender Körper. Warum wurde jemand? Ja, warum? Oh, aha! Moment. Ein Messer. Ein Messer. So, so nimmt man. Das ist eine Schrottflinte. Hm? Ja, jetzt bin ich ja quasi bestens ausgerüstet. Na, das hat sich gelohnt, nochmal aufs Klo zu gehen. So, jetzt warte mal. Kann ich hier einfach grundsätzlich da nicht durch? Ah. Das ist nicht abgeschlossen? Okay, wir haben es jetzt auf jeden Fall aufgeschlossen, falls wir mal irgendwas irgendwann mit irgendwas abschließen. Ja. Mhm. Aha. Mhm. Das hier ist doch irgendwie... Oh nö. Oh nö! Diagel! Warum zielt der denn nicht auf irgendjemanden, sondern nur so in die wilde, wilde Welt rein? Der Jagel. Florenz Jagel! Hallo? Wieso zieht der nicht mehr? So, jetzt müssen wir auf die richtigen. Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Ich weiß nicht, warum er nicht mehr zieht. Ich kann auch nicht manuell. Weil er keine Lampe an hat. Jetzt bin ich tot. Hä? Was war das denn jetzt gerade? Wieso hat er denn nicht mehr gezielt? Aha. Hi. Gut, dann nochmal. Das ist mir jetzt gerade echt tatsächlich ein bisschen zu hoch gewesen, was das hier jetzt sollte. Aber wo genau sind wir denn jetzt dann, laut Karte? Wenn das hier nicht das Herzklo ist. Sein. Ja. Ja, aber gerade eben war ich hier drin ja auch. Und dann haben wir den Raum wieder umge... Ich bin in einem anderen Stockwerk. Hm. Ja, hier bin ich normalerweise. Das erklärt einiges. Das stimmt. Das heißt, das Gebiet hier ist tatsächlich nur für dieses Herrenklo hier, weil man da so Munition findet. Das Herrenklo ist allgemein auszeichnet, ja. Das stimmt, ja. Das ist, verwirrend. Ja. So, dann sind wir jetzt wieder, genau. Mach ich hier die Tür einmal noch auf. Jawohl. So, und dann ins Herrenklo. Jawohl, jawohl. Und da war die Schrotflinte, genau. Dein Auftritt. Sehr gut. Überzeugend. Okay. Guck trotzdem nochmal hin. Das ist sowas wie besetzt oder sowas. Also. hier war der schlimme Raum jetzt, ne? Versuchen wir es nochmal. Nein. Nein. Das gibt's doch nicht. Ja. Dann werde ich halt. Oh Gott. Wie sieht's hautmäßig aus? Oh, was ist denn da passiert? Wir haben nicht mal mehr Tony Korn. Lol. Töten. Schnell alles töten. Töten. Nein, nicht so weit. Oh, jetzt habe ich es verpasst. Okay, hier ist nichts. Das rückwärts einparken ist aber wirklich. Man kennt das. Mit zu viel Momentum in die Parklücke. So. Ja.
Ja, das kam auch auf der Casting Couch. Hallo! Die Begrüßung hatten wir vorhin. Das war. Oh, guck mal, hier hat sich extra jemand einen Stuhl für mich genommen. Mhm. Und blaue Hütchen. Ah, ein blaues Telefon! Nein, also. Ich kann das Telefon nicht benutzen. Wieso? Telephobie. So, das heißt aber, jetzt sollten wir an der Grenze, an dem Zäunchen. Ich kann das Telefon benutzen. Ja, ich wollte gerade sagen, kannst vergessen, du kannst das Telefon nicht benutzen. Er hat es instinktiv gelernt. Daddy, help me. Daddy, where are you? Cheryl. Nee, das spricht man Schule aus. Das war Cheryls Stimme, ich habe sie erkannt. Wo ist sie? Cheryl. Wireless Telefon übrigens. Oh. Ja, ja, klasse, woher hat Cheryl unsere Nummer? Hat die ein Handy? In dem Alter? Tja. Andere Frage, wo hat sie die Nummer? In der Schule. Im ersten Stock. Kamera, bitte. Oh, das ist aber tief hier. Ah, da, Treppe. Oh nein. Okay. Ja, wir sind im berühmten Stockwerk. Mhm. Diesem Stockwerk, in dem sich echt? Da unten nichts mehr befindet. Deswegen kann man jetzt woanders hin. Vielleicht mit da hin. Was ist da? Da sind Gegner. Stellt sich jetzt die Frage, ob man hier bleiben. Hier müssen wir erstmal ein Gespräch führen. Mhm. Ist schön. Oh. So muss man jetzt so richtig viel rumballern, weil es wirkt langsam so, als würden sie dir ans Herz legen. Naja, nee, eigentlich gar nicht, weil man hat halt super begrenzt Munition. Die Frage ist eher, willst du überhaupt hier hin? Weißt du, es ist immer Risk-Reward. Willst du da hin? Bringt das überhaupt was? Findest du in dem Raum was? Oder solltest du es besser einfach lassen, die Munition sparen? In dem Fall würde ich gerne kombinieren. Ich will was haben und gehen. Warum ist hier... Hier ist ein Keyboard-Spieler. Das ist gar nicht so gut. Ja, gut, wenn du so lange in diesem scheiß versifften Loch sitzt und musst immer dasselbe spielen, dann hätte ich auch keinen Bock mehr. So, hier haben wir jetzt alles. Das heißt, geradeaus durch, dann in den Musikraum. Da kommt der Klimperfritze. Hallöchen. Wir müssen mal ein ernstes Wörtchen miteinander reden. Oh nein, ein Mann. Nee, zwei. Wow! Tschüss. Nein! meine Flucht so genial geplant und dann. Dann hier. Kommst du mit? Ja. Ah, guck mal, hier sind wir jetzt. Kannst du dich noch erinnern? Ja, das ist doch die Schule. Genau. Nee, ich hab dir doch gesagt, du setzt dir den Raum im Kopf bei, da kam doch die Katze raus. Das ist so geil. Ich finde das einfach so geil. In der realen Welt ist da eine scheiß Katze drin, da schreckt dich wie Sau, dann denkst du, oh Gott, das ist alles blutverschmiert, was kommt da jetzt? Nix, ist nix drin. Okay. Ich finde das großartig gemacht, aber dafür kommt das. Ist das eine Katze? Ja, das ist die Katze. Ein vorübergehender... Eine Katze. Ja, ich will eigentlich nicht, da will ich hin. Ein Ersatzschlüssel für die Bibliothek. Ah, das ist ein Buch. Ja. Sehr schön. Wir haben, wo ist die? Da oben. Oben rechts. Das heißt, hier jetzt aus dem Gebiet raus, dann da durch die Classrooms einmal durch und dann ab in die Library. Nee, falsche Richtung. Instant Scheiße gebaut. Oh. Ach nee. Oh, das ist jetzt aber. Oh. Oh, Nöse! Wer ist das?
Oh Gott, Alter, das ist ja wirklich abartig gerade. So, wo muss ich jetzt lang? Durch den Classroom durch und dann oben lang, oder was? Oh nein. So. Der obere Classroom war voll. Da waren die drei Viecher drin. Und hier waren, nee, hier waren die drei Viecher drin. Ah! Lass los! Lass los? Nein, es sind keine Lass los. Och Gott, hier waren auch noch welche. Ich will mich heilen. Ich muss mich heilen. Ja. Ich muss mich sowas von heilen, weil das eine Tonikum hat mich gerade mal in Gelb gebracht. Wir sind sowas von am Arsch gerade. Sehr gut. Kein also wenn wir jetzt nicht ganz flott irgendwo neue Tonikum finden, wird das hier nicht mehr viel. Mit abgebrochen, okay. Ja, dann hören wir sofort auf. Lab Equipment Room, da müsste doch, da kann man sich doch auf jeden Fall was brauen. Scheiße. Hier vielleicht. Oh.